Gut, jetzt erwarten uns noch zwei Vorträge. Da geht es rund um PostgreSQL. Im ersten Vortrag um den räumlichen Aufsatz PostGIS und die Indizierung. Der Felix Kunde wird uns sich damit beschäftigen, welcher Index denn wohl der richtige ist. Das fragen sich sicher einige PostGIS-Anwender und ich bin gespannt. Danke. Ja, ich schon wieder. Die meisten, ich hoffe mal, dass viele, die hier sind, schon mal mit PostGIS gearbeitet haben. Und wir haben in der Datenbank gearbeitet, der kommt wahrscheinlich schnell in die Verlegenheit, auch mal einen Index anzulegen. Warum macht man das? Eigentlich in der Regel immer, weil man eine Abfrage hat, die ziemlich langsam ist, die man gerne schnell haben möchte. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn man ein bisschen länger mit Datenbanken arbeitet, man prophylaktisch einfach immer einen räumlichen Index anlegt auf jede Geometriespalte, die man hat, damit man einfach sicherstellt, dass jede Spalte, jede Abfrage schnell ist. Und wie man das macht, ich muss mal ganz kurz checken, ob man das farblich, ja, sieht alles ganz gut aus. Die meisten haben es wahrscheinlich so gemacht, mit diesem Befehl, mit dieser GIST-Zugriffsmethode. Und ich habe in den letzten zwei Jahren ja häufiger mal PostGIS-Vorträge gegeben, so Einführungen, was in den letzten Versionen so hinzugekommen ist. Und da waren unter anderem auch Indizes dabei, wie zum Beispiel der BRIN-Index, der ab Version 2.3, also PostGIS 2.3 hinzugekommen ist. Und seit letztem Jahr auch der SPGIST-Index. Und ich habe mich bei meinen eigenen Vorträgen manchmal gefragt, so nebenbei, welchen Index sollte man eigentlich nehmen? Ich weiß es eigentlich selber gar nicht. Und dann habe ich einfach mal einen Vortrag eingereicht bei der PostGIS, ohne die Antwort zu wissen. Und dann wurde der angenommen und naja gut, da musste ich mich halt ein bisschen daran setzen und ein paar Experimente schreiben, um das anzugucken. Und das ist heute hier das Ergebnis. Und damit alle so ein bisschen ungefähr das gleiche Verständnis haben, was die ganzen verschiedenen Indexmethoden können und wie sie aufgebaut sind, kurz mal eine Erklärung halt zu jedem, was da eigentlich hintersteckt. So, und wenn ich jetzt GIST-Index sage, das ist jetzt nicht eine bestimmte Implementierung, das ist eigentlich ein Framework, wo man verschiedenste Zugriffsmethoden, Indexmethoden aufbauen kann. Ich habe ein bisschen Hall, glaube ich. Es ist ein Framework. Es ist eigentlich dafür gedacht, für mehrdimensionale Daten, also Dinge, die man nicht einfach so sortieren kann, zum Beispiel Intervalltypen, die PostgreSQL bietet. Wenn man abfragen möchte, überlappen sich bestimmte zeitliche Intervalle, dann kann man das nicht so einfach sortieren, diese Intervalle. Und ein ähnliches Problem hat man eigentlich auch bei Geometrien. Also man sieht, ihr werdet später noch sehen, dass es doch da einen kleinen Trick gibt, aber per se erstmal gibt es da keine Sortierung und das haben auch die PostGIS-Entwickler erkannt und deswegen sich damals dann dieses GIST-Framework vorgenommen und da ein R-Baum drauf implementiert. Und ein R-Baum ist eigentlich ein ziemlich weit verbreitetes Konzept, das gibt es nicht nur in Datenbanken, das ist auch schon in JavaScript-Bibliotheken implementiert. Und die Idee von einem R-Baum ist eigentlich immer, dass man sagt, man speichert nur die umschließende Bounding-Box von einer Geometrie in diesem Index. Weil es ja zum Beispiel sein kann, dass in seiner Tabelle, dass man da riesige, komplexe Polygone hat, die jetzt mal eben nicht so auf eine Indexseite passen. Und man hat eigentlich auch ziemlich schnell gesehen, dass man mit dieser sehr, sehr groben Approximation eigentlich auch schon recht schnelle Abfragen hinbekommt. Und wenn man sich das Ganze mal so visuell vorstellt, wie das eigentlich aufgebaut ist, stellt euch jetzt einfach ein Polygon oder Linienlayer vor und das sind einfach alle umschließenden Bounding Boxes. Die werden alle auf der untersten Ebene von so einem Index gespeichert. Das heißt auch immer, wenn man genauere Überprüfungen machen will, muss man von den Blättern oder den Leaf Nodes auch immer auf die Daten, auf die Tabelle zugreifen lesend. Darum kommt man nicht herum, also zumindest nicht beim R-Baum. Und die Idee von einem R-Baum ist nun einfach, bestimmte Regionen mit weiteren umschließenden Rechtecken einzuteilen, bis man dann oben bei der Wurzel ankommt. Und wenn wir nun einen räumlichen Verschnitt machen mit irgendeinem Punkt, den wir da reinschmeißen, dann wird eben geguckt, mit welcher Bounding-Box in der Wurzel überschneidet sich das und dann geht es weiterhin runter in den nächsten Knoten, bis man dann beim Blatt landet. Und was man hier eigentlich auch schon recht gut erkennen kann, ist, dass so Bereiche, wo es halt Überlappung gibt, halt eher ungünstig sind. Das heißt, die Algorithmen, die dafür sorgen, dass dieser Baum auch immer ausbalanciert ist, so müssen dafür sorgen, dass die Überlappung innerhalb dieses Indexes relativ gering ist. Also es hängt natürlich auch dann immer stark von den Daten ab. Und es gibt ein Tool, ein Postgres-Tool, was man nutzen kann, um die Indexstruktur von so einem GIST-Index auszulesen. Das nennt sich Gavel. Es kommt von den Autoren von dem GIST-Framework und da kann man sich mal, ich habe hier einfach mal 10.000 Punkte reingeladen und hier sieht man die Struktur von dem Index. Also ich habe zwar eben gerade gezeigt, dass Index aus schön drei Ebenen hat, aber in der Regel hat er eigentlich sehr, sehr wenige.
Also hier bei 10.000 Punkten gibt es gerade mal zwei Ebenen und wenn ich jetzt nur zum Beispiel 1.000 Punkte hätte, dann hätte ich jetzt nur diese Ebene. Das heißt, bei 1.000 Punkten würde jetzt trotzdem alles durchsucht werden. Also man hat eigentlich überhaupt keinen Gewinn durch den Index. Hier haben wir zwei Ebenen, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Verschnitt in dem Bereich machen will, dann wird auch eben nur alle Punkte in dieser Bounding Box durchsucht. Das ist eigentlich ganz interessant, sich das mal anzugucken. Also das hier ist aus dem PG-Admin 4, dem neuen Viewer. So, ich habe mal ein paar Abfragen dann gemacht. Eine bestimmte S-Intersects-Abfrage immer 100 Mal ausgeführt und davon den Mittelwert genommen. Und ein paar Dinge, die ich ganz interessant fand hier, waren einmal, dass, also zumindest auf dem Laptop, den ich benutzt habe, dass selbst Abfragen bei 10 Millionen Punkten ohne Index eigentlich noch unter eine Sekunde gedauert haben. Da kann man sich auch vorstellen, okay, wenn ich jetzt 100.000 Punkte habe, brauche ich vielleicht noch nicht unbedingt Index, wenn es jetzt 18 Millisekunden dauert. Also der Unterschied ist natürlich enorm, kommt natürlich dann immer darauf an, wie oft man Abfragen macht gegen die Datenbank, aber bei so geringen Mengen ist es vielleicht noch gar nicht so erheblich, da einen Index anzulegen. Was auch immer empfohlen wird, laut Dokumentation, ist, wenn man so einen Index erstellt hat und dadurch, dass er halt immer diese ganze Rebalancierung machen muss, entsteht doch recht viel Abfall nebenbei, der aufgeräumt werden muss. Deswegen wird immer empfohlen, nach so einem, wenn man so einen GIST-Index erstellt hat, so ein Vacuum durchzuführen auf der Tabelle oder ein Analyze zumindest. Und man hat hier zum Beispiel, bei 1 Million Punkten habe ich auch einen entsprechenden Effekt gesehen. Bei den anderen größeren Datenmengen jetzt irgendwie weniger. Liegt vielleicht auch daran, dass einfach während des Inserts einfach schon im Vacuum durchgeführt wurde. So, und was man auch noch machen kann bei einem GIST-Index, ist, man kann ein Clustering durchführen. Das ist ein Befehl, der dafür sorgt, dass die Tabellen, also die Tabelleninhalte, die auf der Festplatte gespeichert sind, dort so umgeschrieben werden, dass das, was im Index nah beieinander liegt, auch auf der Festplatte nah beieinander liegt. Sodass, wenn man in den Indexblättern schneller, wenn man die sequenziell durchsucht, dass das schneller geht. Und das hat auch bei entsprechend großen Daten einen schon recht starken Boost nochmal gegeben. Bei geringeren Datenmengen, jetzt bis zu 10 Millionen Punkten, hat das jetzt eigentlich nicht viel gebracht. Und so ein Clusterbefehl auf großen Datenmengen ist auch immer eine sehr aufwendige Operation. Also es dauert relativ lange. Okay, so eine Sache zum Fazit von dem GIST-Index ist, dass er ziemlich groß werden kann. Also ich habe in meinem größten Beispiel 1 Milliarde Punkte gehabt. Das waren auch wirklich nur die Punkte und eine ID-Spalte noch. Das waren 60 Gigabyte auf meinem Rechner. Der GIST-Index waren dann 50 Gigabyte. Also es ist schon enormer Overhead. Und was man auch hat, ist, wenn man natürlich den Index schon kreiert hat und dann ganz viele Schreibprozesse noch reinmacht, dann hat das auch einen entsprechenden Einfluss auf die Schreibprozesse. Also bei meinen Punkten war das 4 bis 16 Mal langsamere Inserts und bei Linien war das jetzt gar nicht mehr so gewichtig. Aber das kann man auch mal bedenken, wenn man also riesige Importe macht, den Index einfach vorher vielleicht einfach droppen und dann wieder erstellen. Trotzdem muss man sagen, dass der GIST-Index bei den meisten Tests bei mir eigentlich immer der schnellste war. Und auch ziemlich verlässlich eigentlich immer. Man konnte immer sehr gut prognostizieren, wenn ich jetzt mal 10 mehr Daten nehme, wie schnell der GIST-Index ungefähr sein wird und wie groß er sein wird. Okay, der BRIN-Index war für mich eigentlich so das Spannendste, weil ich damit bisher eigentlich nie gearbeitet habe. BRIN steht für Block Range Index. Und was das genau heißt, das seht ihr hier. Was dort gemacht wird, ist eigentlich nur, man scannt von Anfang bis Ende die Tabelle durch und hat einfach eine fest definierte Größe von Blöcken. Und dann wird einfach für jeden Block der Anfangs- und der Endwert in diesem, also der Anfangs- und Endgrenze in diesem Block gespeichert. Und dann geht man einfach durch die ganze Tabelle durch, bis man diese ganzen Blockgrenzen hat. Oh, das war ein bisschen schnell. Da kann man sich, also es wird euch wahrscheinlich auch schon auffallen, dass das eigentlich nur Sinn macht, wenn die Daten irgendwie sortiert sind. Wenn eine natürliche Sortierung in den Daten ist. Also zum Beispiel, wenn man eine Sensormessreihe speichert, hat man ja eine Zeitspalte, die immer weiter anwächst. Das ist auf jeden Fall schon mal eine natürliche Sortierung. Alphabetische Sortierung liegt wahrscheinlich selten vor. Ja, und jetzt ist die Frage, wie ist das eigentlich mit Geometrien? Weil der BRIN-Index, wie er implementiert ist für Postgres, speichert einfach nur die umschließende Bounding Box für jeden Abschnitt. Und wenn die Daten nicht sortiert sind, bringt das eigentlich auch ziemlich wenig. Ich habe mal hier 500 Punkte einfach mal verbunden, so wie sie in der Tabelle aufgelistet sind, also den ersten mit dem zweiten mit einer Linie. Und man sieht, es ist ein riesengroßes Chaos, also der BRIN-Index würde da gar nichts bringen. Was man aber machen kann, ist, man könnte zum Beispiel einen Geohash-Wert sich bestimmen lassen durch die auf der Geometriespalte. Geohash ist ja das Konzept, dass man einfach die ganze Welt unterteilt in Quadranten und die unterteilen sich dann immer weiter und dass die Unterquadranten jeweils immer das Prefix von ihrem Elternquadranten haben. Also so kann man
ziemlich leicht feststellen, okay, wenn die Anfangsbuchstaben oder Zahlen sehr identisch sind, dann liegen die Dinge auch nah beieinander. Es gibt aber auch Sprünge dann in diesem Konzept. Das ist die sogenannte Morton-Kurve oder Z-Kurve. Also man sieht es jetzt hier, sieht ein bisschen seltsam aus, wenn man nur ein paar wenig Punkte hat, aber man kann ungefähr dieses Z-Kurven-Konzept erkennen. Und cool ist aber eigentlich auch, dass man das gar nicht mehr unbedingt mit dieser Funktion machen muss, seit Postgres 2.4, glaube ich. Wenn man einfach ein Order by Geom macht, dann wird da schon so eine Struktur im Hintergrund eingelegt, so eine Morton-Kurve. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. So, was man jetzt machen kann, ist, man kann seine unstrukturierte Tabelle einfach nehmen und sagen, ich kopiere die einfach und mache mit einem Order by, sortiere ich einfach alle Geometrien und habe dann eine sortierte Struktur, wo ich einen Brin-Index drauf erstellen kann. Habe ich dann auch gemacht, wurde dann aber leider nicht verwendet. Ich weiß auch nicht genau, warum. Was ich dann immer machen musste, war vor jeder Abfrage, also vor jeder Intersex-Abfrage zum Beispiel, sagen, Sequential Scans sind nicht erlaubt. Damit habe ich den Abfrageplaner gezwungen, den Index zu benutzen, den ich da erstellt habe. Und dann waren die Abfragezeiten auch entsprechend gut. So, jetzt das eigentliche Killer-Feature von Brin-Indexes, weil sie eigentlich immer beschrieben werden, dass sie eigentlich definitiv langsamer sind als GIST-Indexe. Und das kann ich eigentlich auch in meinen Tests bestätigen. Aber wenn man mal so auf die Größenvergleiche schaut, also ich habe hier mal den zum Beispiel bei 1 Milliarde Punkte, ist der GIST-Index, wie gesagt, ungefähr 50 GB groß. Der Brin-Index, weil er halt nur die Blockgrenzen speichert, ist 3,6 MB groß. Also sage ich nichts. So, und auch die Erstellzeiten sind hier erst bei dem, in dem Bereich, ja, bis bei über 1 Minute gewesen. Also 1,5 Minuten für das Erstellen von bei 1 Milliarde Punkte finde ich nicht schlecht im Vergleich zu 6 Stunden beim GIST-Index. Das war so der Optimalwert. Das hat auch schon manchmal viel länger gedauert. Und dann muss man sich einfach mal den Geschwindigkeitsvergleich angucken. Bei wenigen Daten ist es noch vielleicht 20 mal langsamer bei den Abfragen, aber bei ganz großen Datenmengen 1,1 mal langsamer, das ist eigentlich ziemlich vernachlässigbar. Das heißt, wann immer man eigentlich riesige Datenmengen hat und man möchte die indizieren für seine Geometrie, für seine geometrischen Abfragen, einfach mal einen Brin-Index erstellen, einfach mal gucken, ob das schon irgendwas bringt. Weil es geht super schnell, verbraucht kaum Speicher, das kann man einfach mal so versuchen. Ansonsten muss man die Daten erstmal sortieren vorher. Aber auch das ist jetzt nicht so eine... Also weniger zeitaufwendig als ein GIST-Index zu erstellen. So, das ist das Fazit von dem Brin-Index. Dann noch der letzte Index, der SPGIST-Index, der zuletzt dazugekommen ist. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es auch wieder ein Framework, so wie der GIST-Index. Also man kann dort verschiedene unbalancierte Bäume mit aufbauen. Das ist das Besondere an dem SPGIST-Index, dass er eben dort, wo es eine stärkere Bündelung von Daten gibt, einfach, dass es dort auch eine verstärkere Verästelung im Index gibt. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Besonderheiten sind auch beim SPGIST-Index auch, dass es keine Überlappung in den Daten geben darf und dass man, oder das mit den Prefixes erkläre ich auf der nächsten Folie. Und das Konzept bei Postgres ist auch wieder, man speichert nur die Bounding-Boxes, also der Index ist auch wieder lossy. So, hier seht ihr mal ein KD-Tree. Es gibt auch noch Quad-Trees, die haben eigentlich eine sehr gleichmäßige Aufteilung, sind aus der Computergrafik recht bekannt. Und ja, was man hier ganz schön sehen kann, ist, bei einem B-Baum oder R-Baum hat man eigentlich immer die gleiche Verteilung von Index und Blätterknoten. Und hier hat man bei dem SPGIST-Index kann man halt eine größere Tiefe haben, dort eben, wo man mehr Daten hat. Und dadurch, dass es keine Überlappung gibt, wissen eigentlich auch neue Daten, wenn sie eingefügt werden, direkt in welchen Quadranten sie fallen. Und ähnlich wie beim GeoHash kann man dann eben auch die Werte, die eigentlich immer in den Indexknoten stehen und sagen, okay, du suchst jetzt diesen Wert, also geht es jetzt hier lang oder es geht eben da lang. Diese Indextupel kann man auch entsprechend aufsplitten, weil man immer weiß, der eigene Wert setzt sich aus den Prefixes der älteren Knoten zusammen. So, das war eigentlich so das Komplizierteste. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt keine Überlappung, wie speichere ich deine Bounding-Box, weil die ist ja zweidimensional. So, und da nutzen die Postgres-Entwickler so einen Trick, dass sie sagen, wir bilden den Punkt einfach im vierdimensionalen Raum ab. Das heißt, wir speichern eine Ecke der Bounding-Box einfach mal in diesem Konstrukt und die andere Ecke ebenfalls nochmal so als Punkt. Das ist also ein vierdimensionaler Schritt. Und ich weiß nicht, ob man hier an der Folie ganz gut die
Ja, doch, man kann die Punkte eigentlich recht gut erkennen. Also ich habe auch versucht, das mit Gavel zu visualisieren. Leider komme ich nicht bis zur Blätterknotenebene, da gibt er mir einen Fehler aus. Aber ich kann mir zumindest die ersten drei Ebenen anzeigen. Und jeden Punkt, den man hier eigentlich sieht, das sind die Prefixes, die in dem Index gespeichert sind. Also das sind jeweils, das ist nicht ein Punkt, das sind vier winzige kleine Bounding Boxes, die jeweils immer mit deren Hilfe man die Grenzen der Kind-Quadranten bestimmen kann. Also das ist schon eine recht komplexe Geschichte. Okay, zu den Ergebnissen, das ist wahrscheinlich das Interessanteste. Was man erkennen kann, ist, dass der SPGIST-Index eigentlich immer doppelt so schnell erstellt werden kann wie der GIST-Index. Von der Größe her ist er ein bisschen kleiner, aber ja, nimmt sich da nicht so viel. Und die Abfragedauer ist eigentlich immer mehr oder weniger gleich gewesen zum GIST-Index. Also bei kleinen Daten hatte ich jetzt, dass es ein bisschen schneller war. Sonst war es eigentlich immer ungefähr gleich schnell. Bei etwas größeren Datenmengen war es dann schon ein bisschen langsamer. Ja, aber der GIST-Index war nicht immer, SP-GIST-Index war nicht immer ganz, sag ich mal, kalkulierbar, wie das Ergebnis sein wird. Also ich hatte auch manchmal den Fall, dass wenn ich eine geclusterte Tabelle habe und darauf den SP-GIST-Index erstellt habe, dass der auf einmal viel größer war und die Abfragen viel länger gedauert haben. Auch wenn ich habe ja gesagt, die Erstellzeit war eigentlich immer doppelt so schnell. Hier hinten bei einer großen Datenmenge war es aber immer langsamer. Und das vielleicht liegt es daran, dass die Implementierung einfach noch so jung ist. Das war so mein Fazit, dass es ein bisschen weniger vorhersehbar, wie das Ergebnis werden wird. Aber ansonsten hat das eigentlich schon ein paar Vorteile. So, die Conclusion, die Zusammenfassung habe ich immer versucht, auch in so einem Baum darzustellen. Was mache ich? Wann soll ich nun eigentlich welchen Index verwenden? Das ist also die Frage gewesen, die ich mir vorher gestellt habe. Und da kann man sagen, wenn man statische Daten hat oder zumindest einen Zeit-Snapshot von seinen Daten einfach mal analysieren möchte, dann könnte man den Brin-Index in Betracht ziehen. Wenn sich die Daten permanent ändern und man viele Schreibprozesse hat, macht der Brin-Index keinen Sinn, weil man möchte ja nicht immer wieder die Daten neu sortieren. So, dann noch die Frage, passt der Index komplett in den RAM? Da habe ich noch festgestellt, dass so, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sind SPGIST-Index und GIST-Index schon, es wird ein bisschen unvorhersehbarer, wie lange es dauert, sie zu erstellen. Die Abfragezeiten am Ende sind aber auf jeden Fall gut. Und es gibt noch so eine Empfehlung aus der Dokumentation, die sagt, dadurch, dass der SPGIST-Index eben space-partitioned ist und keine Überlappung erlaubt, kann er mit Daten, die sich halt größer überlappen, mit Bounding Boxes besser und schneller arbeiten. Ich habe jetzt mal einen Datensatz genommen, der wirklich massiv schlecht geeignet ist für den GIST-Index, weil das einfach Fahrten durch komplett Dresden sind, die einfach alle eine riesen Bounding Box haben und eigentlich komplett alle überlappen. Da habe ich jetzt keinen Gewinn feststellen können beim SP-GIST-Index. Deswegen, das steht eigentlich nur aus, das noch weiter zu testen. Okay, so, das was zu der Zusammenfassung und jetzt noch ein paar allgemeine Empfehlungen, wenn ihr jetzt völlig verunsichert seid und sagt, wann soll ich da jetzt eigentlich einen Index benutzen? Jetzt habe ich gar nicht so viele Daten, was mache ich jetzt eigentlich? Was immer hilft ist, wann soll ich eigentlich einen Index anlegen? Man sollte einfach gucken, wann sind seine Abfragen langsam. Und das kann man sehr schön überprüfen mit diesem PGStatStatements-Tool, dass einem einfach eine aggregierte Sicht auf seine langsamen Abfragen gibt. Dann ist auch immer eine Sache, dadurch, dass in Postgres ist es jedenfalls so, wenn man die Tabellen aktualisiert und Indizes aktualisiert, dass dadurch auch ein bisschen extra Speicher belegt wird, denn er sich Bloat nennt. Und da ist es auch immer wichtig, dass man den von Zeit zu Zeit aufräumt mit dem Vakuumbefehl. Es gibt auch noch ein anderes Tool, was oft verwendet wird, das PG-Repack. Also jedenfalls nutzen wir das bei Zalando ziemlich oft. Und dann gibt es noch eine Sache, die bei meinem jetzigen Arbeitgeber, was da auch mal auffällt, was in 80% der Fälle eigentlich meistens hilft, ist, wenn man den Leuten einfach sagt, aktualisiert einfach eure Tabellenstatistiken, dann werdet ihr sehen, dass es euch sich eure Abfragen vielleicht schon, eure Probleme dann Luft auflösen. Das muss jetzt vielleicht nicht ein Index sein. Cluster, den Befehl habe ich schon genannt. Wie gesagt, bei großen Datenmengen hat bei mir das was gebracht, aber es dauert auch immer recht lange und ist recht zeitaufwendig. Vielleicht dann lieber einfach eine neue Tabelle erstellen mit einer Sortierung, ist einfach leichter. So, jetzt noch die Frage, man kann auch immer angucken, was eigentlich abgefragt wird, und wenn man vielleicht noch eine extra Spalte mit drin hat,
Und man fragt immer diesen einen Status ab oder man fragt immer nur eine Abfrage in einem bestimmten Raum ab. Mit einer bestimmten Bounding-Box kann man auch den Index mit einer Where-Clause erweitern und hat dann nur für diesen kleinen Raum einen räumlichen Index angelegt. Wenn man jetzt vielleicht nur Daten aus Dresden analysieren möchte und man hat aber Daten aus ganz Sachsen, gehen auch diese Partial Indexes, sind dann eigentlich eine sehr coole Lösung. Cover-Indexes sind noch recht neu. Da kann man mit mehrere Spalten noch in den Index mit inkludieren, damit ein Index-Only-Scan entsteht. Das ist eine Sache, die man bei einem B-Baum nutzen kann. Da ist es eben so, dass die Indexwerte da auch mit in den Knoten drin stehen und wenn nur die Spalten abgefragt werden, die indiziert sind, können die Daten direkt aus dem Index ausgelesen werden. Das ist eine Sache, die auch für Postgres 3.0 diskutiert wird, dass man zumindest vielleicht für Punktdaten auch ein Format findet, sodass die Geometrien von Punkten direkt aus dem Index ausgelesen werden können. Das wäre auch eine coole Sache. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Hier der Link zu den Slides und wenn ihr Fragen habt, hoffe ich, die beantworten zu können. Ja, herzlichen Dank, Felix, für die sehr tolle Einführung in die Indizierung in PostgreSQL und PostGIS. Ja, Indexpläne lesen oder Ausführungspläne lesen kommt ja jetzt gleich. Genau, also der nächste Vortrag passt sehr gut dazu, aber sicherlich gibt es noch Fragen aus dem Publikum dazu. Wer möchte gerne fragen oder ergänzen? Ah, da, der Bernd. Meine Frage ist, der Clusterbefehl, inwieweit macht das einen Unterschied, ob man eine Magnetplatte oder eine SSD benutzt? Achso, ja, wahrscheinlich ist es so, dass bei einer Magnetfestplatte der Vorteil wahrscheinlich noch größer ist, weil das sequentielle Scan da noch vielleicht einen höheren Effekt hat als jetzt im Gegensatz Random Access bei SSD-Festplatten. Ich meine, ich habe das nur mit SSD-Festplatten gemacht, ich habe auch den Unterschied gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Magnetbandfestplatten noch einen viel größeren Effekt hat, ja. Das Mikro kommt. Kann man unterschiedlichen Indexen, also in derselben Datenbank benutzen? So, zum Beispiel für eine Tabelle, also GIS, für andere Tabelle, also Brain und so weiter? Ja, ja, das kann man ja kombinieren, wie man möchte. Ich habe auch mehrere Indizes immer auf eine Spalte gelegt und dann aber natürlich, man kann sie auch mit einem einfachen Befehl einfach deaktivieren, sodass sie nicht berücksichtigt werden. Also da hat man völlige Freiheit. Jo. Gibt es irgendeinen Index, mit dem ich einen Geometrieindex mit einem Attributindex verbinden kann? Nee, diese Index-Implementierungen sind eigentlich immer auf die Geometriespalte. Also ich weiß nicht, ob diese Covering-Index-Indizes, da gibt es, also die sind ja gerade recht neu, da gibt es Beispiele, dass sie B-Bäume erstellt haben auf bestimmte Spalten und dann gesagt haben, include und dann so ein Geometrie-Code. In 11, ja. Und das würde dazu führen, also das ist dann keine Postgres-Geometrie, aber über den Weg könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das bald möglich sein könnte. Also man kann jetzt schon einfach beliebige Spalten in seinen Index mit aufnehmen, die aber eigentlich nicht mit indiziert sind in den Indexblättern. Diese nur als Payload mitgeschliffen werden. Man müsste ja aber, also ich kann einen Index anlegen, der auf mehrere Attribute geht, die dann aber natürlich in dieser Reihenfolge abgefragt werden müssen. Ja. Wenn ich da jetzt einen Geohash mit rein tue oder sowas, hat das mal jemand probiert? Ich habe tatsächlich mal versucht, den PGIST-Index auf Geohash einzusetzen, weil der eigentlich das gleiche Prefix vorne hat, mit einer Text-Op und das hat dann auch funktioniert, ja. Aber es waren nicht die gleichen, die schnellen Abfragezeiten. Okay, ja. Danke. Aber ja, können wir auch noch danach drüber reden. Gut, wenn keine weiteren, ach, da ist noch eine Frage, ja? Wir haben noch Zeit, also. Genau. Vielleicht gar keine eigenständige Frage. Also ich hatte die Aufgabe, ich habe Geodaten, die zeitbehaftet sind. Mhm. Ich habe auf meinem Zeitfeld einen Index und ich habe auf meinen Geodaten einen Index. Und jetzt ist halt so die Frage, ja, welchen Index nehme ich jetzt von den beiden? Und da habe ich mich so, gibt es da was, dass man irgendwie die beiden irgendwo kombinieren kann? Also gib mir alle Daten aus Deutschland von heute oder sowas? Mhm.
habe noch keine Untersuchung in die Richtung gemacht. Eine Idee, mit der ich schon mal rumgespielt habe, war, man kann ja die Zeit auch als den Measure-Wert an den Geometrien dranheften in Postgres, wenn das möglich ist. Also ich habe es bei Tracking-Daten gemacht, dass ich dann immer den Zeitstempel als diesen vierten M-Wert an jedem Stützpunkt mitgeführt habe. Und man kann den GIST-Index ja auch vierdimensional und höherdimensional indizieren. Das ist nicht nur für 2D, sondern auch für 3D und 4D. Ja. SPGIST-Index übrigens auch für 3D. Ja. Also damit könnte man das mal versuchen, wäre eigentlich spannend, ja, wäre eigentlich ein interessanter Test. Aber ich weiß, dass es da zu dem Thema auch viele Research-Paper gibt, die nochmal ganz eigenständige Index-Zugriffsmethoden gebaut haben, weil das wahrscheinlich ein kniffliges Problem ist. Ja.